Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind heute im Corrado-Video, Teil 2. Theo ist an der Kamera. Wir sind schon wieder zeitmäßig so ein bisschen am Arsch. Sieht man, weil das hier schon ja, Richtung Dominik geht. Deswegen werden wir das so machen. Wir werden wieder so ein bisschen, letztes Mal haben wir schon ein bisschen was erklärt zum Auto. Ist fast fertig. Thies hat gerade eben fast die letzten Handgriffe so gemacht, theoretisch. Ja. Okay. Wolltest du mal aufmachen? Ich wollte mal aufmachen. Also. So. Ja, Motorraum haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon grob besprochen. Ja, nochmal ganz kurz. 12-Ventiler V6 Turbo mit GT30 GEM 1. Ja, wie schon gesagt, fast fertig. Der Kunde hat oben noch die Wasserblende, zum Teil zumindest. Da kommt noch, also so ein hier oben so ein Kasten, halt Spritzschutz für Wasser und so weiter, weil auch Steuergerät nicht nass werden soll und das natürlich auch scheiße aussieht. Ne? Ja, zudem werden noch zwei oder andere Sachen geändert. Der kriegt noch eine, ja, so eine freie Einspritzleiste im Endeffekt mit einem Kraftstoffdruckregler. Das werden wir aber alles nochmal im Nachgang machen. So, Auto soll erstmal jetzt Freitag, heute ist auch Freitag, aber nächste Woche Freitag, soll geplant sein, dass er zum TÜV geht. Das heißt, alles wird eingetragen, 12 Ventiler mit der Dödel-Software, Original-Seriensteuerung, 6-poliger Luftmassenmesser, 0-2M-Getriebe, 6-Gang, auch Fronten gebaut. Genau, und das wird dann einmal alles eingetragen. Dann werden wir wahrscheinlich noch zwei kleine Kinderkrankheiten rausbringen, obwohl der eigentlich jetzt schon sehr, sehr gut läuft. Wir hatten so typische Seriensteuergeräte-Probleme, Luftmassenmesser kaputt, Leerlaufzigarre, scheiße und ich sag mal so dieses übliche Hackehü mit Original-Seriensteuergeräten. Mit dem 12-Ventiler. Mit dem 12-Ventiler, genau. Also, sie machen ja irgendwie Spaß, aber so langsam fängt es an zu nerven mit 12-Ventiler auf Seriensteuerung, weil du kriegst keine Teile mehr. Doch, kriegst du neu. Aber ich sag mal so Sachen wie Steuergeräte, Luftmassenmesser, die Sachen, die immer kaputt gehen, die werden halt immer weniger. Und da macht es halt nicht mehr ganz so mega viel Spaß, die dann eben zu machen. Werden wir trotzdem machen, wenn der Kunde das möchte. Wir werden aber danach gucken, jetzt wirklich nach diesen Projekten, dass wir eher Richtung IMO gehen. Wir haben einen vernünftigen Abstimmer dafür. So, und das IMO halt wieder diese freie Steuergeldgeschichte. Ja, so viel dazu. Ich will auch gar nicht mega, mega, mega viel sammeln. Wir machen da eher ein Fahrvideo draus. Wir fahren zur Tankstelle. Wir brauchen noch eine Wiegekarte. Ich hoffe, das kriegen wir alles noch hin, wenn das hell ist. Wiegekarte heißt, wir brauchen für die Eintragung, müssen wir wissen, Vorderachs, Hinterachslast. Gesamtgewicht. So, da fahren wir zum Landwirten hier nebenan. Der hat so eine Bauernwaage, da fahren wir rauf. Ja, wir sind ein bisschen ländlich hier, ne? Kann er das ausdrucken? Ja, 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 kriegen wir so einen Ausdruck und schreiben wir da drauf und dann. Ja. Genau, das machen wir jetzt gleich. Und nochmal ganz kurz dazu, genau. Das Video von letzten Mal. Genau, unser Fahrvideo, wo wir bei Tino waren. Die Resonanz war hoch. Wir werden es machen. Wir werden auf jeden Fall Tino sein verfolgen. Ich glaube, das weiß der Herr noch nicht, wir fahren nächstes Wochenende, glaube ich. Oder mal einen Abend in der Woche, aber das müssen wir nochmal abklären. Fahren wir nochmal rüber, die sind schon weitergekommen, Richtung Steuerung und so weiter. Und werden da so ein bisschen begleitend dabei sein. Na? Wenn wir mal diese andere Geschichte, was wir mal sagten, zu unserem Treffen. Die ein, zwei Videos, die abgefilmt werden wollten, so wie der Käfer und Porsche bzw. der Bus, der da hinten stand und so weiter. Das gucken wir mal, das werden wir vielleicht mal bei Gelegenheit abfilmen und dann mal, ich sag mal, reinspielen, so wie das passt. Und ja. Klingt schon gut. Ja, ist halt, wie soll man sagen, so ein bisschen Piano, was auch Abgasanlage angeht. Da ist jetzt ein 200-Zeller Renncut HJS drin. Das soll soweit auch bleiben. Wir sind noch ein bisschen überlegen, ob wir den rausnehmen, austragen, weil er vom Baujahr her es machbar ist. Das macht es einfacher. Da zahlt natürlich der Kunde in dem Fall ein bisschen mehr Steuern. Aber vielleicht kann es auch sein, dass wir den Cut rausnehmen, dann wäre er noch ein bisschen kerniger. Aber von der Lautstärke ist er halt noch so ein bisschen Piano halt. Ne? Auch das ganze Motorpaket ist ja nicht so auf die Fresse, sondern eher 12 Ventiler mit GT30. Er hat schon auf der Rolle mal 500 gedrückt. Vielleicht geht auch 510. Aber die will der Kunde gar nicht fahren, deswegen alles Piano und nicht so ganz auf dicke Lippe, mehr oder weniger. Ja. Ja, dann können wir von mir aus auch gleich los.
das klingt aber eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ja, das klingt auch geil. Das kommt, weil da durch die Kuhlagerung im Endeffekt besser als ein gleichgelagerter viel besser hochspulen. Ne? Ja. Also das Ansprechverhalten in dem Fall. Ne? Stimmt, hier sehe ich auch noch was, was wir machen müssen. Der Drehzahlmesser, der ist ja, das war ja vor mal ursprünglich mal G60, dann 1.8T. Also umgebaut auf 1.8T und jetzt der 6-Zylinder. Drehzahl-Bezugspunkt-Marke ist anders beim 6-Zylinder als beim 4-Zylinder. Deswegen zeigt er mir jetzt hier wahrscheinlich, wo wir 1500 Umdrehungen machen, der wird 2,5, 3 haben. Das müssen wir noch ändern, dann kommt so ein Drehzahlwand da im Endeffekt rein. Laut Mongo uns, Mongo Performance. Seht ihr ja demnächst auch nochmal bei uns. Ich war ja gerade zu Besuch. Stimmt. Ja, habt ihr mal ein Gesicht dazu, wenn ich immer vom Mongo rede. Ja, dann hat der Kunde, ich weiß nicht, das Lenkrad aus meinem Zweier kennt ihr ja auch, das geschlüsselte OMP, das kommt hier auch rein, weil das ist oldschool und nicht unbedingt schlecht, aber ich weiß nicht, ob man so ein Video sehen kann, ne? Aber das ist nicht mal ein Pizzateller. Ist ja so klein. Ja, es ist auch nicht schön. Also damals konnte das nicht klein genug sein, das weiß ich selber, hatte man ja irgendwie auch in seinen. Oder zweier Golf, aber das ist Katastrophe. Also hier, wo die Servopumpe noch nicht drin war, ist die Hölle. Ja. Das ist echt die Hölle. Wie so ein Kart, ne? Ja. War schon mal. Das ist nicht schön. So, Achsenwasser brauchen wir nochmal. Ich hole. Wir sind heute Mittag schon mal ein bisschen gefahren. Also läuft echt ganz gut. Also wie gesagt, zwei Kleinigkeiten sind da noch. Aber echt nichts Schlimmes. Ich weiß auch gar nicht, was der jetzt an Pups macht. Jetzt hier unten unsere Anzeigen, die hat Lerner ja gebaut für uns. Ja, ich schreibe mal 6 Terrasseplätze. Dieser Schacht hier ist normalerweise ein Arschbrecher drin. Und hier unten ist so eine Art Mini-Ablage. Und da waren die normalerweise hier unten in so einer Anzeige drin. Und da hat Lerner, also Wolle, habe ich auch schon 2 Mal erwähnt in unseren Videos, aus 3D so eine Platte hier gemacht. Also erstmal kommt alles vermessen, ausgeschnitten, fertig gemacht. Jetzt haben wir hier oben die beiden Anzeigen. Mal, Batteriespannung ist nicht so wenig, ist aber original, deswegen wollten wir sie behalten. Öldruck, Abgastemperatur, Lambda. Also diese typische Lambda-Anzeige, die kennt ihr mittlerweile bei uns. Aber Seriensteuerung, Standard bei uns, kommt mit rein, um einfach zu wissen, was macht der Motor, genauso wie die Abgastemperatur. Ja. Ja, hier haben wir dann halt wieder ganz normal Öldruck, Öltemperatur. Ladedruck hat er hier quasi im Tacho mit drin, das ist ganz witzig. Wenn du mal guckst, hier, wenn ich ein bisschen Gas gebe, das ist auch wieder diesen Spool von dem Lader. Im 6. Gang. Und wenn wir jetzt im 4. gehen. Und dann sofort Ladung rein. Das ist schon ganz cool gemacht. Das ist ein kleiner Lader, kleines Abgasgehäuse. So bespricht das Ganze etwas früher. Ja, das ist ganz cool. Also das war jetzt knapp. Egal, wo du losfährst, fahr da hin. Eier
kostet halt extrem viel Zeit. Ne? Jetzt musst du einmal hier noch extrem tief. Das ist wirklich so, wenn mir echt ein Wagen ist, wenn hier so ein dicker Hubbel kommt, der schürzt ja nicht auf. So. Und dann kloppen wir nochmal ein bisschen 102 rein. Auf Sportlichkeit aus. Wollte gerade sagen, genau. So ein bisschen, also aerodynamisch schon ein bisschen weiter vorne, ne? Ja. Zweiergolf nicht vorgehen. Aber Corrado ist halt, ich finde auch so zweischneidig, entweder mag man das Ding oder man findet es scheiße. Das ist wie bei T3 oder Käfer. Das sind immer so, entweder mag man das oder man findet das kacke. Ich bin bei Corrado eher so zwiegespalten. Mal finde ich es so gut, mal nicht so. Aber es ist Geschmack. Ja, also ich finde optisch ein Golf 2, also wenn man jetzt so den findet, finde ich geiler halt. Ja. Aber ich finde es jetzt auch nicht hässlich, ne? Aber nein. Wie gesagt. Das ist im Endeffekt, das ist ja eigentlich so ein Corrado ja vergleichsweise gar nicht mal mit Zweiergolf, sondern eher sogar mit Dreiergolf. Ja. Das ist ja eher so Dreiergolf-Schiene. Bei Dreiergolf, es gibt schicke Modelle. Ich hatte selber mal einen als Winterauto. Aber soll es nicht abwertend sein, aber ich mache den auch leiden. Aber. Ich weiß nicht, Dreiergolf ist so ist schwierig. Also schwierig, dass der richtig gut aussieht. Also beim 1er und 2er ist es finde ich nicht schwer. Es ist echt schon schwer, den zu versauen, das kriegen aber trotzdem manche hin. Aber es kommt Dreiergolf schneller. Du bist schneller in dem Modus, dass du sagst, oh Gott. Ja, so, ein Ranz, so eine Ranzkarei. Ja, genau. Da ist der schmale Grat zwischen. Was hast du für eine Ranzkiste? Oder sieht einfach geil aus. Ne? Die sind auch deutlich günstiger, so ein Golf 3, ne? Also gute auf jeden Fall, ne? Ja. Corrado ist relativ, ist wirklich teuer. Ja. Das war damals auch schon teuer. Ich glaube, ich auch mit dem Hauptgrund, weil sich viele auch nicht gekauft haben. Will ich jetzt mal behaupten. Heutzutage originalen Corrado G60, also komplett im Schier, original. Wie gesagt, ich kann keine Zahlen nennen, aber ich weiß, dass sie echt teuer sind. Wenn man am 10er bist, dann nix. Dann nix. Glaube ich. Können wir vielleicht täuschen. Ja. Ja, Sven hat den aber auch schon so lange. Aber übrigens hier mal unsere Markierer. Wir haben auch keinen Feierabend. das wäre dann halt schon so lange, ich glaube. Ja. Manche streiten sich natürlich auch, steigert so ein Turbo-Umbau irgendwie den Wert oder ist es eher wertmindernd? Ich würde behaupten, gegenüber einem Serien G60 Corrado oder Serien VR6 Sauger Corrado, glaube ich, könnte der Wert halt schon größer sein. Aber. Für jedes Auto, glaube ich, ein Abnehmer im Endeffekt. Ich mach, also vom Fahren her finde ich bis jetzt ganz geil. Ja. Ist halt auch echt ein bisschen komfortabel. Also ich meine auch, dass hier KW-Variante 2 oder 3 drin ist. Das weiß ich gar nicht genau. Das ist echt schon wieder schnell dunkel. Ne? Mhm. Scheiße. Echt stockdunkel. Also gerade zu Hause los, da war das noch relativ gut. Ja. Auf der Straße mit einer Kutsche vorbeikommt. Aber die haben genauso ein Licht wie du, hast gesehen? Oder die Handy vorne.
der ein schönes Drehteil macht, muss man ganz ehrlich sagen. Finde ich so. Vom Fahren her ist es so, kann man das Gefühl aus der Leistung. Schnell dran, das ist krass, ne? Ja. Das ist echt krass. Aber es macht trotzdem Spaß, aber es ist wohl schon so, dass man dahin so, ja. Okay. Ja. Ja. Macht trotzdem Spaß. Trotzdem viel Spaß. Also das Bauen macht ja auch mehr ab. Für uns sind wir es 50-50. Das eine ist Fahren, das andere ist Bauen. Es gibt Leute, die sagen, Fahren gibt mir gar nicht so viel, das Bauen ist viel krasser. Der Tino ist so ein Typ, Gefühl zumindest. Ich glaube, er fährt auch gerne, aber eigentlich baut er lieber. Ja. Zumindest gibt das seine Bauzeit her. Baut aber relativ lange. So, hier ist auch schon der Land, ich weiß nicht. Soll ich da ein Häuschen setzen? Nee, scheiße. Ich fahre hier Motorrad mal hin. Oder ein bisschen Luft. Dann machen wir so eine Zettelauszug. Aber da war jetzt auch gerade keiner mehr da. Wir sind halt wieder echt wieder ein bisschen spät. So, wir sind hier angekommen. Wie gesagt, ist jetzt schon wieder echt dunkel. Wir müssen uns ein bisschen an unsere Zeit noch gewöhnen hier. Der weiß auch nicht, dass wir das ein bisschen früher angehen. Vielleicht vormittags machen sowas. Aber ich denke, ihr habt trotzdem ein bisschen was gesehen. Das ist ja jetzt im Endeffekt zum Teil 1 jetzt der Abschluss. Jetzt kommt nur noch TÜV, ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht werden wir nochmal irgendwo in einem Video, wenn wir Übergabe machen oder Übergabe vor der Übergabe stehen, wie auch immer, dass wir da dann nochmal kurz drauf eingehen. Aber an sich. Ja, das ist das Corrado V6 Turbo Projekt gewesen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gebracht. Es waren ein paar interessante Sachen dabei. Und ja, wir haben gerade noch zwei, drei Nachtszenen gemacht. Das ging noch. Einrasen. Mal gucken, was das wird. Ja, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir werden jetzt noch ein bisschen unseren Shop, habe ich ja im letzten Video schon erwähnt, ein bisschen ein paar Fotos machen. Die Sachen dafür aufnehmen. Bis jetzt sieht es soweit gut aus. Wir kriegen halt immer mehr Anfragen.
da die Leute uns fragen, wo kann man die Sachen kaufen. Also Cappies, wir kriegen demnächst jetzt noch Mützen, also ganz normale Wintermützen. Ich hoffe, die kommen bald. Hoodie und so weiter und so weiter. Das hauen wir alles da rein. Wir hoffen, und das werden wir natürlich auch wieder so ein bisschen präsenten, dass wir Ende diesen Monats den Shop endlich online stellen können. Dazu wird es Links geben und ja, ansonsten, die Seite findet ihr jetzt schon mal unter www.hot-reels mit Z geschrieben.com. Das ist schon mal die Homepage, die gibt es aber auch schon ewig. Die wird auch gerade aktualisiert und der Shop sollte Ende des Monats online gehen. Aber dazu seht ihr später nochmal mehr. Wir haben es kurz vor 6, dunkel, Feierabend, Freitag. Ich wünsche euch was, schönes Wochenende. Ciao. I knew I would make that we were forever, but you know you're clever, so you would do shit like just lie in my face. Never say never, but my heart is severed. I don't think I ever want to see you again. I gave you trust and you gave me lust. I guess I deserve it for fucking a friend. I can look in your eyes and see when you're lying, so how you gonna look at me trying to pretend that we were forever, but you know you're clever, so you would do shit like just lie in my face. Never say never, but my heart is severed. I don't think I ever want to see you again. I gave you trust and you gave me lust. I guess I deserve it for fucking a friend. I can look in your eyes and see when you're lying, so how you gon' look at me tryna pretend? I've been running from demons, so gotta get high. I smoke me a blunt to reset my mind.